Hey, meine Rabauken, in der heutigen Episode Minecraft-Freunde. Ah, hier ist mein ganzes Eisen. Boah, das ist aber sehr praktisch eigentlich, dass ich hier so viel Eisen habe. Kann ich direkt verbraten nämlich. Wartet mal. Bupp. Linas Haus ist wieder repariert. Unser Beacon hat ganze Arbeit geleistet. Wir wollen nämlich Käfige craften. Dazu brauchen wir eine Menge Gitter. Das heißt, ich mache mal ein Stack Gitter. Uff, okay. Und wir brauchen, glaube ich, Holzstufen, wenn ich jetzt nicht doof bin. Ich gebe mal einen Käfig, mal sehen, ob wir den da... Ja, perfekt. So, und jetzt machen wir mal 21. Uns fehlen Holzstufen. Wobei 21 reicht eigentlich auch schon. Wir müssen nicht unser ganzes Eisen verbraten. Heute pranken wir nämlich das allererste Mal Chaosflow, glaube ich. Ich glaube, ich habe den noch nie geprankt tatsächlich mit einer... Naja, mit diesen Käfigen. Die tun wir alle in diese Schalker-Kiste hier rein. Da habe ich nämlich schon 5 drin. Das heißt, wir haben insgesamt... 26, wir quatschen hier. Wir werden nämlich jetzt ins End gehen und dort die Mimi-Cream suchen, mit der wir Gegenstände duplizieren können. Das werden wir heute machen. Und wir werden mit diesen Monstern, die Mimi-Cream fallen lassen, einen unglaublichen Prank machen. Dazu fällt mir ein, da brauchen wir noch einen Totem. Das können wir aber später machen. Fabian! Hallo? Hallo? Fabi, schulde dir ja noch eine Elytra, ne? Vom Hide and Seek, hast du dir ja gewünscht. Übrigens, falls ihr euch wundert, Fabi war der Einzige, der sich was gewünscht hat. Ich hatte ja das Hide and Seek veranstaltet und alle, die ich nicht gefunden habe, das heißt Logo, Fabi, Flo, die durften sich was wünschen. Aber die anderen haben sich nicht gewünscht, also ist das jetzt verjährt. Nur Fabi bekommt sein Geschenk und er hat sich eine Elytra gewünscht. Das heißt, ich werde ihn meine Tarantula-Elytra duplizieren. Die ist eben, also die ist halt perfekt, ne? Die hat Reparatur, Haltbarkeit, Schutz, alles super. Ich würde dich aber im Gegenzug zu was bitten, Fabi. Für ein Geschenk im Gegenzug, okay. Ein Geschenk, okay, okay. Ein Geschenk schenkt das andere Geschenk, weißt du? Ja, klar. Ich bräuchte mal den Nummer 1 Helm, weil ich habe meinen kaputt gemacht. Hast du den noch? Hast du deinen Nummer 1 Helm noch? Den würde ich einfach gern multiplizieren, damit ich auch einen habe, weißt du? Ja. Den. Du meinst den? Ja, bekomme ich den. Also du bekommst deinen wieder. Ich will ihn mir nur duplizieren halt. Sag einmal bitte. Bitte? Siehst du nie wieder. Rüber. So, Scammer got scammed. Kennst du den TikTok? Okay, du kannst, was, wenn du mitkommen willst? Ja. Nee, du hast keine Lydra, kannst du knicken, du kannst nicht mitkommen. Ja. Ich bin zu Fuß unterwegs, schneller. Na, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Na, ich brauche nicht lange. Aber ich kann dir dann später, ich will nämlich Flo heute noch pranken, das zeige ich dir dann auch noch. Na, bis später. Bis später. Was habe ich vor als Prank? Boah, will ich es schon verraten oder halte ich die Spannung noch groß? Warte, ich bin falsch gelaufen. Wo muss ich nochmal lang? Ach ja, ich muss dieses eine Portal. Warte, ich muss in die Richtung. Let's go. Verdammt, das ging schief. So, und jetzt muss hier irgendwo ein hässlicher Weg rechts lang sein. Da müssen wir dann lang und dann, ja, hier ist er, perfekt. Und hier müssen wir jetzt einfach lang jieten, wenn ich mich nicht so doof anstellen würde. So. Oh Gott, es lädt nicht, die Welt lädt nicht. Mann, der Server muss auch mal optimiert werden. So, und jetzt hier müssen irgendwo ganz viele Fackeln sein. Hier, genau, geht's hier zum End. Die Lina ja wunderschön gemacht. Habe ich Holz mit? Nee. Oh, ich brauche Holz. Und hier ist Holz. Aber ich will ja, das hat die Lina ja schön gebaut. Ich will das jetzt nicht abbauen. Na, warte, wir gehen nochmal zurück. Da oben war Holz. Dann nehmen wir uns noch ein bisschen Holz mit, weil ich will eine Werkbank craften, damit ich direkt die Items vor Ort multiplizieren kann. Dann kann ich euch das direkt zeigen. Ist vom Prinzip ja eine super einfache Sache. Aber ich weiß nicht. Müsste man irgendwie auch mal verbieten, oder? Vielleicht... anderer Drachenskelettreiter. Vielleicht sollten wir mal... Ich hatte ja den Plan, ich multipliziere mir jetzt ein paar Sachen, bis ich nichts mehr brauche. Ne? Einmal für Fabi die Elytra, einmal den Boss Blaster hier und den Hut für mich. Ne? Das schenke ich, diese ganzen duplizierten Items verschenke ich dann an die anderen. Dann habe ich nur die Original Items. Und dann setze ich mich dafür ein, den Richterposten zu übernehmen und die Duplizierung zu verbieten. Das ist ja schon ein bisschen Cheater-mäßig eigentlich, ne? Mit der Duplizierung. Die hat sie noch nicht schön gebaut. Muss sie noch machen, ey. So, jetzt müssen wir zur End-City. Das heißt, wir gehen hier lang. Denn den Mob, den wir suchen, der kann nur an einer End-City spawnen. Nerv doch nicht, Kollege. Ja, das sieht richtig aus. So, es lädt alles so langsam irgendwie. So, End-City. Und jetzt suchen wir... Wartet mal, die nicht. Die suchen wir nicht. Die droppen diese Sachen, die wir die für Raketen brauchen. Aber die Raketen sind hier das hier. Aber den Block, der ist Quatsch. Den brauchen wir vom Prinzip her gar nicht, die Kapsel. Wir suchen diese
Quadrate, diese laufenden Würfel, die suchen wir. Aber die sind, glaube ich, ein Ticken seltener auch. Oh, hier sind ganz viele. Perfekt. Let's go. Die suchen wir, genau. Oh, so. Die haben nämlich eine Eigenschaft, die ihr jetzt auch schon seht. Und zwar sind das Mimics und die Mimen sozusagen die Eigenschaften des Angreifers. Und das ist eine Eigenschaft, die wir für den Prank benutzen wollen. Und zwar, wenn ich den jetzt mit einem Schärfe 5 Netherite-Schwert angreife, dann bekommen die auch ein Schärfe 5 Netherite-Schwert. Sie kopieren genau drei Sachen, wenn man sie angreift. Sie kopieren die Haupthand. Oh nee, Junge, du Sackgesicht, ey. Sie kopieren die Haupthand. Sie kopieren die Zweithand, also zum Beispiel ein Totem, wenn du das da hast. Und sie kopieren den Helm. Das sind die drei Sachen, die sie kopieren. Und das werden wir uns zunutze machen, indem wir die alle in Käfige reinhauen. Und aber noch mehr finden. Vielleicht sollten wir einfach nach einer größeren End-City suchen, weil die ist... Ah, hier sind noch welche. Nice. Und deswegen wollen wir die alle in Käfige einsperren. Dann werde ich mir von Ebu ein Totem holen. Totem in die Offhand. Schärfe 5 Netherite-Schwert in die Mainhand. Der Netherite-Helm, bumm. Und dann kopiert der alles. Ne? Und dann packe ich den in den Käfig rein. Und dann packen wir davon 30 Stück in Flohs Haus. Und diese Teile, ne, wenn du keine Rüstung trägst, also zum Beispiel jetzt mit einer Elytra eine schlechtere Rüstung, die killen dich mit zwei Schlägen. Also die machen dann auch wirklich, die machen den Schaden, den dein Schwert macht, plus 1. Also das ist krank. Also es wäre bei meinem Schwert 12 Damage pro Hit. Also das ist unnormal, was die an Damage kloppen. Dann, wenn du davon 20 Stück auf dich drauf klopfst, mit Totem, die haben ja dann auch noch ein Totem. Das heißt, wenn du die killst, werden die ja wiederbelebt. Das funktioniert tatsächlich. Die lösen dann ihren Totem aus. Das ist komplett krank. So, wir haben eine Mimicream nur bekommen, wo ich so viele gekillt habe. Oh man. Die Teile sind tatsächlich ein bisschen schwierig. Also nein, nicht schwierig, aber tatsächlich droppen die sehr wenig. Also ich glaube, ich habe ungefähr... Ach nein, wie nervig. Ich glaube, ich habe ungefähr 20 getötet und gerade mal 8 Buletten rausbekommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug. Mann, jetzt nervt ihr mich aber gerade. Mensch, was kann ich denn dafür, dass ihr so einen Stress habt? Lasst mich doch mal in Ruhe. Ich würde nur hier mein Item multiplizieren. In meine Werkbank. Ne, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich fliege immer höher. Nein, wir safen uns hier. So, Werkbank, bumm. Jetzt tun wir das zu duplizierende Item in die Mitte. Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel der Hut, ne? Bumm. Und die Mimicream einmal ringsherum. Bumm. Und jetzt multiplizieren wir ihn. Minus Reparatur und mit null Haltbarkeit. Das heißt, wir müssen jetzt da Reparatur draufpacken, ihn dann reparieren und dann haben wir einen Picobello-Helm. Super. Und das ist Fabis Helm. Das gleiche machen wir mit der Pistole und noch mit der Elytra, die wir dann Fabi schenken. Aber wir, würde ich sagen, weil das dauert dann, glaube ich, zu lange noch. Das muss ich mal off-camera machen und dann schenke ich das Fabi. Also, dass ich es Fabi schenke, zeige ich euch natürlich, da nehme ich euch mit. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unsere eigentliche Mission heute, nämlich diese Geschichte hier. Wir müssen nämlich noch, wie mache ich denn das? So, wir müssen nämlich noch 26 von diesen Atzen fangen. Let's go. Oh, da haben wir schon den ersten. Bam. 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 Triple gefangen. Hey. Boom. Du auch. Problem ist, ich habe kein Essen mehr. Ich hoffe, ich schaffe das, ohne zurück zu müssen und zu essen, weil das wäre ein ganz schöner Umweg, Leute. Und wir haben jetzt erst 4 Stück gefangen. 22 brauchen wir noch. Das nächste Ziel ist anvisiert. Komm ran, nein! Hat er was gedroppt? Oh ja, zum Glück habe ich nachgeguckt. Haha, geiler Typ. Mann, ich bin so viel zu langsam, ne? Wir machen diesen hier. Es geht schneller. Zack. Oh, da ist dick was los. Let's go. Wir gehen aber auf Nummer sicher. Machen das Ganze im Fliegen. Wir haben noch... Ich schmeiß mal das... Oh nein, ihr seid solche Idioten. Ja, nice, Hammer. Ja, und... Hammer. Und, oh ja, big Hammer. Eigentlich schenken wir da... Flo, voll was wert... Die sind solche Idioten, wirklich. Voll was Wertvolles, ne? Alle gestorben sind, da waren doch etliche. Da haben wir noch eins hinter dem Turm. Oh, das ist eine ganze Gruppe und... Oh, wartet. so. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 haben wir gefangen genommen. Mucki. Habt ihr das gesehen mit diesem... Das ist so ein richtiger Tick von ihm, das macht er immer. Das macht er auch gerne an Pflanzen. Er stellt sich damit seinem Arsch an die Pflanze und macht... Gambo wurde zum Absturz, verdammt. Haust rein, Gambo, ey. So, wir haben jetzt bis auf 6 Käfige alle gefüllt. Ich habe einfach nur noch 2, bis auf 5, wenn wir die noch nehmen. Habe einfach nur noch 2 Herzen und auch kein Essen mehr. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt dabei, bevor ich hier noch sterbe. Wir haben sehr, sehr viele. Das müsste schon ausreichen, um Flo zu killen.
Hoffen wir mal. Vielleicht filmen wir noch auf schnelle Welle ein, aber wenn ich jetzt schon mal dabei bin, ne? Natürlich geil, wenn wir jetzt vielleicht noch ein, zwei filmen. Manchmal sind die auch drei an einer Stelle. Ich höre was. Oh! Nein, der eine ist runtergefahren. Kann man so dumm sein? Nee. Nein, es sind drei runtergefallen. Oh. Ja. Vielleicht hat einer überlebt von denen. Warte, die haben überlebt. Vielleicht sind sie nicht so tief gefallen. Oh ja, da hat einer überlebt. Nein! Oh, das ging fast schief, ey. So, jetzt fehlen uns nur noch zwei. Ich würde sagen, damit können wir leben. Weil ich habe wirklich Angst zu sterben. Ey, da hätte ich gar keinen Bock drauf. So, das heißt, ab zurück und ab in sichere Gefilde. Boom. So, jetzt beginnt der eigentliche Prank überhaupt. Jetzt, let's go. Wir müssen uns aber Moin, Fabi. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Warte, ich will raten. Ja? Mein Helm ist kaputt. Na, Quatsch. Was ist dein Helm? Elytra konnte nicht duplizieren. Elytra muss ich noch über Nacht machen. Hätte jetzt zu lange gedauert. Aber du kannst jetzt beim Prank dabei sein. Das wäre eigentlich auch geil. Hast du viele Level? 35. Also, aber es ist jetzt nicht wichtig, ob ich jetzt habe, sag mal so. Auf zu Flohs Haus. Mann, dass du keine Elytra hast, ist wirklich beschämend. Hey, wie lange hätte das denn gedauert, jetzt dieses Duplizieren? Naja, du brauchst 8 Drops. Problem ist, also ich habe gefunden eine Menge. Ich habe ja, ich würde sagen 40. 40 habe ich gefunden. Aber es droppt halt nur jeder dritte oder so. Also es dauert relativ lang, die zu farmen, die Teile halt. Was du jetzt redest? 40, was hast du gefunden? Ja, Mimikubes. Du brauchst 8 Mimikubes. Also ich habe den Helm multipliziert. Das habe ich geschafft. Hier, den habe ich, aber mehr war nicht drin. Habe erstmal an mich gedacht, Fabi, was soll ich dir erzählen? So. Du hast es nicht richtig gewollt. So, ich würde sagen, wir müssen die Tor... Na okay, wo geht Flo ganz normal in sein Haus, in dem er hier unten durch die Teile geht? Schon, ne? Ja, ich denke schon. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall Schritt 1, wir müssen die ganzen Teile hier zubauen. Alle Wege müssen zu. Ja, und dann eigentlich dieses Wasserding muss auch zu. Wir lassen einen Aufgang noch auf, damit wir selbst hochkommen. Aber das muss hier alles... So, der bleibt hier auf, der hinten. Beziehungsweise wir können es ja so machen und dann als... Wir können es ja schon mal als Biene... Nee, du musst Testobjekt eigentlich spielen. Warte, ich muss erstmal noch vorher was gucken bei Evo. Ich muss noch mal kurz schauen, weil vielleicht... Oder hast du einen Totem zufällig? Nee, ne? Ich weiß hundertprozentig, dass Evo einen Totem hat. Wir müssen nur gucken, ob sie das nicht in eine Ender-Chest gepackt hat. Das könnte halt natürlich sein, ne? Ich hoffe nicht. Da muss ich sie anrufen. Da muss sie regeln. So, wo können sie das haben? Totem. Ja, die hat halt alle wertvollen Sachen eigentlich in eine Kiste gepackt. Mir kann sein, dass sie das hier nicht mehr hat. Wo würde man das, in welche Kiste würde man das reintun? In irgendeine sonstige Kiste halt wahrscheinlich. Okay, wir gehen mal rüber. Ja, wenn dann hier, oder? In so Quatschkisten. Hier wäre es wahrscheinlich drin. Oder hier? Boah, hier hat es auf jeden Fall Drachenatem drin. Hier hat sie Quatsch drin, aber nicht das Totem. Verdammt. Mann, ey. Free XP. Hier klicken für kostenlos Level. Kein Scam. Ab Mittwoch. Wenn ihr das seht, ist ja Mittwoch. Also alles gut. Nitay Level. Wir farmen sie Leveln. Genießen sie die Level von jemand anderem. Ich kann Evo nicht erreichen. Wir werden es ohne Tote machen, außer sie schreibt noch. Wir können es aber auch mit Essen machen. So, ich zeig das jetzt mal. Achso, verdammt, wir haben es jetzt zugebracht. Ich zeig jetzt mal Fabi, wie das funktioniert. Und zwar kriegen die von mir Netherite-Helm, Netherite-Schwert und Kartoffeln in die Offhand. Die können nämlich auch essen. Das heißt, die können sich auch heilen mit Essen. Nonstop. Auch geil auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal runter. Ich habe Käfige. In diesen Käfigen, ich zeig dir das mal, sind sogenannte Mimikubes. Oh, ein bisschen hoch. Ja, die können ganz schön bouncen. Diese Mimikubes, wie der Name schon sagt, mimen dich. Das heißt, wenn die können kopieren deinen Helm, deine Mainhand und deine Offhand. Deswegen wollte ich auch jetzt bei Ebro den Totem holen, weil die können einen Totem tragen und das wird dann auch ausgelöst. Das sieht übel cool aus, aber Ebro antwortet mir gerade nicht. Ich werde gegossen. Und genau. Deswegen, nee, aber der soll ja nicht dauernd ins Wasser springen. Lass das mal sicherheitshalber komplett zubauen, weil ich will nicht, dass die alle da jetzt hoch, weißt du? Das können wir nicht gebrauchen. Die sollen alle konzentriert auf einem Fleck stehen. Solange wir unsere Rüstung anhaben, also ein Einzelner kann uns auch nicht so viel. Problematisch wird es, wenn ich alle hier spawne und man halt keine volle Rüstung trägt. So, nur unseren Ausgang offen lassen. Ja. So. Das heißt, ich werde jetzt mein Essen in die Hand tun.
Das können die nämlich auch essen, dann heilen die sich auch. Und ich werde sie mit dem Schwert angreifen, nur mit meinem Helm. Und da wirst du sehen. So. Siehst du? Er heilt sich jetzt mit dem Essen unendlich und hat mein Schwert und mein Helm. Wenn man genau hinguckt, sieht man meinen Helm auch. Siehst du das? Ja. Kann ich so viel rumbauen. Ja, ja, der ist über am Bouncen. Der macht ja jetzt mein Schwert Schaden plus 1. Also der macht jetzt 12 Schaden. Willst du mal testen, wie stark der ist? Lass dich einfach mal Rüstung aus und dann stellst du dich einfach mal hin. Und also ihn aber nicht angreifen, dann kopiert er deine Sache. Einfach mal hitten lassen. Der kuschelt mit mir, guck mal. Ich sehe es. Was für ein Kuschel, der attackiert dich! Tot. Also die sind verdammt stark. So, jetzt loote ich dein ganzes Zeug. Das war nämlich der Prank. Ich habe eigentlich dich geprankt. Achso, der hört mich ja gar nicht mehr. Der ist ja gar nicht mehr in meiner Nähe. Okay, also ihr habt gesehen, der kloppt Fabi, ohne er keine Rüstung hat, mit 3 Schlägen weg. Einer. Ich habe 30. Da bist du auch mit Rüstung nicht mehr sicher. Bevor wir jetzt aber die ganzen anderen platzieren, würde ich sagen... Ey, Alter, beruhig dich. Junge, der ist ja überstark, hey, der zieht mir sogar was ab, obwohl ich full nett. Der hat sogar Verbrennung von mir. Wir können ihm die dicke Bertha geben, Fabi. Die hat Verbrennung 1. Ja, die ist halt schwächer, die hat nur Schärfe 4. Aber es wäre so gesehen lustiger, ne? Warte mal. Die hat meine Bratpfanne jetzt, Fabi. Das ist noch geiler. Okay, hast du dein Zeug gelootet? Ja. Deine Leiche muss auch verraten, dass er hier Beweise hat. So, dann machen wir weiter. Sonst ein bisschen beeilen, weil Flo ist halt doch gerade on, dass der hier kommt. So. Stimmt ja, voll lustig. Ey. Alter, die machen echt dick Schaden, man muss echt aufpassen. Selbst mit Full Netherite können die dich auf jeden Fall töten. Junge, gegen die will ich schon nicht kämpfen. Dreimal dicke Bertha, vor allem die originale dicke Bertha auch. Das ist gar nicht mehr so einfach, die jetzt zu platzieren. Ich glaube, ich kann die gar nicht alle platzieren, die ich gesammelt habe. Junge, gegen die kämpfen ist wild. Warte. Ich habe halt noch übel viele, ne? Ich habe 20 Stück oder so. Ding ist, die können halt nicht sterben eigentlich. Weil die heilen sich ja nonstop mit dem Essen. Und die kopieren zwar mein Essen, also die haben jetzt auch Kartoffeln, aber sie haben es halt unendlich. Nicht so wie ich. Die kann man aber wieder in die Käfige dann nachher packen? Ne, ich hoffe doch, dass die Flo killen. Ja, und danach? Wollen wir Flo mal direkt zum Haus einladen? Direkt noch die... Das wäre auch lustig. Das wäre auch lustig, ja. Ich habe noch so aber viele. Das ist zu krank, glaube ich. Alter. Ich muss so schon aufpassen. Bei mir müssten alle eine haben. Nee, der nicht. Ist hier da ist noch einer bei mir. Okay, das ist ja ganz krank. Ich glaube, einer hat noch keine, aber es ist... Ist auch egal, glaube ich, an der Stelle. Warte, überleg mal, da schlagen jetzt... Wie viel Damage machen die? Das sind 26 mit 11,5 Damage. Und die machen dir fast 300 Schaden, Alter, wenn die alle auf dich hitten. Mit Verbrennung. Jetzt sollten wir alle haben. Lass mal gucken. Jetzt haben sie sich beruhigt ein bisschen. Boah, war das. Das war so nervig anstrengend, die gerade da zu platzieren. Mal Flo fragen, ob wir uns unten, also ob wir uns mit ihm unten in seinem Haus treffen. Wir morphen uns jetzt hier einfach. Warte, ich nehme einen ganz unauffälligen Morph. Das Ding ist, wenn er sie halt angreift, übernehmen sie seine Sachen. Aber er wird ja nicht alle mit einmal angreifen, weißt du? Darf uns aber nicht sehen. Nee, ich muss doch, ich muss ein Secret, ich muss Fledermaus. Nicht, dass er von oben hier reinkommt. Wir müssen uns muten jetzt auch. Kämpft er? Er kämpft nur gegen Einzelne. Er schreibt A. Ah. Aber ja, er wurde nicht mal von allen angegriffen. Er fliegt weg. Er wurde von einem minimalen Bruchteil angegriffen. Von 2 oder so. Junge, da sind noch 30 weitere drin. Die haben alle noch gechillt. Flo? Ja? Guck mal. Ich bin doch hier. Ich hab's gesehen. Wie findest du die Überraschung? Guck mal, die haben alle die originale dicke Bertha, die echte. Oh mein Gott, wie hast du die überhaupt hergebracht? Flo Challenge. Wenn du es schaffst, da runter zu gehen und die zu besiegen. Aber ich denke nicht, dass das geht. Aber du kannst es probieren. Da hast du einen Wunsch frei. Darfst dir was wünschen von mir. Ich hab eh schon einen Wunsch frei. Was, wenn ich mir wünsche, dass du runtergehst? Die sind verjährt, die Wünsche. Nee, den Wunsch. Der ist verjährt tatsächlich. Das haben wir heute erst besprochen. Na, darfst du dir was wünschen. Aber muss. Oh, weiß ich nicht. Aua. Ah, da bin ich mir unsicher, Flo. Da bin ich mir unsicher. Ich hab 70 Level. 70. Oh, oh, oh. Was war das? Das war eine Bombe, das war ne? Nein, er hat eine Blue Bomb geschmissen. Wer hat denn jetzt auch einfach eine Blue Bomb in der Hand? Ich
gehe runter, ich will die Sachen einsammeln. Damit könnte ich, kann ich Fabis Elytra wachen. Hey, der eine hat deinen Hut, Flo! Junge, der... Oh, oh. Ich habe keine Blue Bomb. Ich nehme deine Elytra nicht. Ja, dann die rennen hinterher, Fabi. Als Kini mit Plünderung, vielleicht droppen sie ja nochmal. Ich hab Stress, ich hab Stress. Oh. Und ich werde nochmal einen unauffälligen Hit hinterher setzen. Ey, weißt du, wie selten eine Blue Bomb ist? Die kann man nur finden. Ist Flo gestorben eigentlich? Benutzer? Er hat einen Totem benutzt, der Lacker! Flo, du wärst gestorben. Das war mein einziger, den ich jemals hatte. Das war mein einziger. Okay. Du hast gerade einen Totem und eine Blue Bomb investiert dafür. Ja. Der hat, ja, jetzt hat man es gesehen. Der hat dein Totem kopiert, ne? Hast du gesehen? Ja. Der hat auch dein Totem. Der hat das auch. Wenn du ihn jetzt killst. Ah, nee, der hat die Kartoffel. Verdammt, sah anders aus. Schade. Also, wie war das mit dem Wunsch? Jetzt hast du einen Wunsch frei. Hast du den verdient, Flo. Junge, der haut da... Ich bin ehrlich, ich war sau close vom Sterben. Du bist gestorben, dein Totem ist aktiviert. Ja, aber das war der einzige, den ich je hatte. Den musste ich nutzen. Und das war meine einzige Blue Bomb. Die ist arsch selten, die kann man nur finden. Nee, die kannst du traden von, selten von diesem einen Trader. Traden kann man die, okay. Von dem Wandering. Jetzt habe ich aber keine mehr gegen den gegen dich. Ach ja, das müssen wir ja auch noch machen. Kannst du ja eine neue wünschen, ne? Ja, wünsch dir der Blue Bomb von mir. Okay, na sag mir, also stark. Wir machen dir sogar alles. Was mit dem Siegwunsch? Ist der wirklich jetzt abgelaufen? Na, eigentlich, na, was wünschst du dir denn? Also jetzt für das Hide and Seek. Da muss ich noch überlegen. Also zwei Wünsche habe ich theoretisch. Na, also einen hast du safe, den anderen überlege ich mir. Anderthalb hast du. Der eine. Ich kann dir sagen, mein Wunsch... Den weiß Ben seit 3 Tagen nach dem Hide and Seek, den hab ich noch nicht. Doch, du kriegst doch deinen jetzt Original. Okay. Ich bin gespannt. Na komm mit, Fabi. Tschö, Flo. Okay. Ja, tschüss. Dein Vorhang ist weg übrigens. Junge, aber das sah anders fett aus mit der Blue Bomb, ne? Ist das so eine Bombe, die... Das ist so eine Bombe, die man craften kann, aber in krass. So verzaubert mäßig. Keine Blöcke oder wie? Nee. Die Bomben machen ja auch keine Blöcke. Also das ist so ein Überding, das hat auch keiner auf dem Server. Ich wusste nicht mal, dass einer von uns das hat. So, ich hoffe, dass ich noch eine Mimi-Cream in der Kiste habe. Ich glaube aber schon, wenn ich nicht doof bin. Ja, oh, 3 sogar. So, dann kopieren wir mal die Elytra, let's go. Wir gehen in die Werkbank, Elytra, einmal ringsherum. So, bupp. So, jetzt wichtig, Fabi, ne? Du musst da Reparatur drauf machen und dann das Ding erstmal reparieren, das ist klar. Also nicht benutzen, ich weiß nicht, ob das dann kaputt geht. Das hat 0 Haltbarkeit, also nicht einmal benutzen. Ja, da, Fabi, das musst du jetzt selbst hinkriegen. Das musst du selbst hinkriegen, da war ich jetzt hier. Ich mache jetzt die Abmod. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute. Lasst eine positive Bewertung da. Lasst ein Abo da. Das war anders fett mit der Blue Bomb. Holy moly, ey. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.